Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir kriegen mittlerweile ein ganz, ganz anderes Problem wie schon vor Ewigkeiten. Und zwar wird diese Wasserproduktion mittlerweile relativ knapp. Bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir die ein bisschen umdesignen und effektiv machen für uns. Als erstes müsste ich mal schauen, dass wir hier vielleicht den Input sozusagen verschieben. Den verschieben wir ein bisschen zur Seite und zwar nach hier drüben. Flippen, rotaten, so hinsetzen. Und zwei Schornsteine einmal bitte. So, weil dann brauchen wir vorne nur den Wasseranschluss und einmal einen schönes normales Lager für Kohle. Somit würden wir nicht auch die Kapazitäten von dem Ganzen schon mal circa verdoppeln. Das wäre natürlich eine schöne Sache. So, das lassen wir direkt mal fertig bauen. Und machen das aber auch hinten so, dass das in eine Doppelanlage einfließt. War das das Falsche? Uffförmige Ausgleiche. Ah, nee. Upsala, wir brauchen den hier. So. Den Tank müssen wir dann eigentlich... Wie läuft... Das ist die Wasseranlage für hier. Und das ist Sohle, die ich nach da hinten schicke. Für die hier? Nee. Ich habe hier überall irgendwie Sohle gebraucht. Ah, für Wasserstoff kann das sein, ja. Nein, für Chlor brauchen wir das hier. Das ist die Sache, dass wir natürlich mit Wasser hier hinten Problem auch haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier sonst noch eine andere Lösung für die Schnelle kriege. Ich könnte eine Leitung hier runterlegen, aber es... Nee, ich müsste meine Wasseranlage nur ein bisschen verbessern. Gut, das sollte ja hoffentlich nicht allzu schwer werden. Wir geben hier gleich mal Kohle drauf. Sagen halb voll und mit einer sehr hohen Prio. Dass wir es auch gleich anschließen. Also ich muss hier noch sagen, was ihr kriegt. Kohle bitte. Perfekt, weil dann können wir die schon mal zuführen. Das Problem scheint auch nicht der Dampf unbedingt zu sein, weil hier steht ja genug. Ich überlege eher, wie ich den... Ach, bringt sie aber nichts, wenn ich jetzt den Dampf rummache. Dann habe ich wieder eine Anlage, die zwischendurch nichts produziert. Das wäre auch wieder komplett blöd. Das ist das Problem mit Wasser. Thermische Salze. Ich kann natürlich irgendwo auch wieder Regenwassersammler aufstellen. So ganz oldschool. Aber es muss doch noch einen Weg geben, wie ich es anders machen kann. Ihr braucht Wasser. Wie viel Wasser schluckst du eigentlich? 48. Und damit habe ich noch einen Verlust. Das ist ja vollkommen dumm. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es einen Weg, den ich noch gar nicht kenne. Ich will Wasser. Die Produktion von Wasser geht so, ja, okay. Bei Brenngas. Wenn ich draus Diesel mache, genau. Pumpanlagen, einfache Distillerie. Das war ein sehr ineffizienter Weg, aber. Da kriege ich auch Wasser raus, das weiß ich. Das weiß ich auch. Thermischen Salzer, Kühlturm und das ist. Eine Chemiefabrik, wo ich
ein bisschen Wasser rausgeben, aber auch nicht viel. Ja. Liefert hier irgendjemand bitte Kohle? Wie schaut es eigentlich mit diesem komischen Tank hier unten aus? Schau mal, das ist alles bummvoll. Hier haben wir Tonnen an Wasser. Ich glaube, wir verkippen hier sogar schon wieder Wasser, oder? Nee, wir verkippen gar nicht. Wenn ich schnell liefern könnte, wäre das eine schöne Sache. Aber ich glaube es leider nicht. Stoppst du zwischendurch? Das ist nicht gut, wenn es zwischendurch Stoppen anfängt. Ich mag nur sagen, das heißt, wir haben viel zu viel Wasser. Ich schaue gerade auf die zwei Gorges und auf die hier, ob hier wieder ein Stopp reinkommt. Aber jetzt gerade habe ich es unter Kontrolle, glaube ich. Zwischenlage ist auch schön voll. Ich habe so viel Kohle gesammelt, wie es scheint. So. Ich muss echt überlegen, was ich hier mache. Hat jetzt schon mal Kohle bekommen? Gut, du hast Kohle bekommen. Dann kann ich nicht dich abreißen. Den Anschluss weg. Fürs Erste. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur wieder so ein Erster, das muss ich dann nochmal umbauen. Aber wir müssen halt schauen, dass wir schnell Wasser rankriegen. Und so kriegen die zwei schon mal ein bisschen eine Lieferung und können anfangen zu pumpen, während ich das hier abbaue. Beziehungsweise umbaue. Man muss auch sagen, ganz optimal ist das nicht platziert grundsätzlich. Entfernen, Dankeschön. Das hier könnte ich aber brauchen. Pausieren wir aber nochmal fürs Erste. Wie schaut es hier mit dem... Ist sehr knapp. Ressourcen werden knapp. Ja, okay, das seid ihr. Ja, das ist jetzt wieder eine Sache. Ich muss in laufender Produktion rein theoretisch das ganze Ding hier umbauen. Aber was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich muss schauen, dass ich den ganzen Schmarrn hier ein bisschen auf Vordermann kriege. Kriege ich hier eigentlich einen Tank rein? Dann platziere ich den hier vorne hinten.
Aus dem simplen Grund, ich möchte das ein bisschen verlagern von der Platzierung her. Also sozusagen das Wasser soll woanders zwischengelagert werden, wie es ausgegeben wird. Somit könnte man das Ganze vielleicht auch ein bisschen strategischer angehen. So. Einmal anschließen. Und der Rest der Leitung löschen. Selber dann hier. Und die Leitung muss jetzt halt zum Beispiel auch hier rein. Dafür wird dann die Zwischenleitung hier entfernt und es geht jetzt alles in den Tank rein. Dann kann ich den Tank hier zum Beispiel dazwischen entfernen. Das ist schon wieder ein bisschen Platz, den ich krieg fürs Erste. So, schnell entfernen. Weil wir müssen ja trotzdem die Anlage hier füttern. Was ist das für ein Kabel? Ach, das ist das Kabel, okay. Ja, das bauen wir auch nochmal. Vielleicht ein bisschen um. Okay, dann brauchen wir hier einen Ausgleicher dran. So, und hier dran erstmal deine Leitung. Der Wassertank ist leer, perfekt. Dann kann ich dich doch gleich wieder abreißen, weil du gehst hier unten auch zu einem Verteiler rein. Aber nicht so, wie ich es möchte. Dich tun wir auch gleich abreißen. Versucht es natürlich jetzt gleich auf Instant zu machen. Aus dem simplen Grund, wir wollen nicht, dass irgendwas welche Rolle du musst. Du, der Zweier, passt doch vollkommen. Gut, das Ding können Sie schon mal fertig bauen. Mal schauen, wie ich das damals gecrampt gebaut habe. Holy moly. Nein, so geht das nicht, so geht das nicht. Wir bauen das Ganze jetzt mal ein bisschen moderner. Erstmal muss ich diesen Kabelsalat, den ich hier erzeugt habe, mal entfernen. Bitte, Dankeschön. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen besser. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich gerade ein extremes Wasserproblem gerade kriegen, kurz. Das muss jetzt einfach passieren, was ich hier mache. Ansonsten habe ich ein Problem. So. Ne, weiß was, wir kürzen das Ganze noch. Auf 4 runter. Standard soll sein, dass sich zwei da immer anschließen können. Bedeutet, wir fahren auch genau so fort. Dich muss ich nochmal entfernen. Zeit davon. Welche Rohrleitung bist du eigentlich? Verbessern, verbessern, verbessern.
Und fürs Erste läufst du dann hier seitlich hin. Nope, das ergibt keinen Sinn. Du musst andersrum. Jetzt sagen wir mal, es kriegt Priorität natürlich. Ah, das war die falsche Leitung. Ihr zwei kriegt Priorität. Einfach aus dem Grund, dass wir Wasser für die Bevölkerung brauchen. Gut. Bedeutet aber auch, ich kann jetzt hier ein bisschen was platzieren nochmal. Hier auch nochmal dran zu schaffen machen. Dass ich... Alter, ich hasse das Wasser. Flip. Und... Flip. Ich habe gerade eine Idee. Wenn da nicht eine Leitung wäre. Gut, aber dann wird das ja fürs Erste auch passen. So. Gut, euch. Ich habe heute einen Lauf, ich sag's euch. Warte mal. Entschuldigung. So. Erstmal hier anschließen. Dann brauche ich ja für die Kollegen Wasser wieder zwei eigene Wasserpumpen. So. Und natürlich auch nochmal einen Anschluss hier. Keine Sorge, wir bauen das Ganze ordentlich um. Ich brauche bloß erstmal eine Verstärkung, ansonsten haben wir irgendwie bald ein sehr schnelles Wasserproblem und ich will das eigentlich verhindern, dass wir ein schnelles Wasserproblem kriegen. Deswegen erstmal das. So, was hast du denn für ein Problem? Ah, Sohle, warte mal. Entschuldigung, Sohle, ja. Sohle, Sohle. Da, das schließt nicht auch schon wieder alles an ein Ding an. Ich muss mir echt was überlegen, dass ich die Anlage auch komplett überarbeite, ansonsten wird es echt übel auch wieder. Das ist kein 3, bedeutet, wir tun ich jetzt auf 3 erhöhen, damit ich die Sohle rauskriege. Dasselbe mal bei dir auch bitte. Und dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Wasser und wenn es alles gut läuft, kommt jetzt auch schon wieder mehr raus. Wie schaut es mit unserem Tank hier hinten aus? Kriegt der schon mittlerweile die Lieferung an Wasser, die er braucht? Wir pumpen hier unten gleich gerade relativ gut voll. Also wir sollten langsam hier wenigstens wieder sozusagen die Limits erreichen. Ist das die komplette Leitung, die ich auf 3 verbessere? Jawohl. Let's go. Ah, es ist jetzt, das ist halt eine so der kritischen Infrastrukturteile. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Das Wasser staut sich aber auch noch nicht, wie es ausschaut. Das ist positiv. Eigentlich müsstet ihr nicht auch schon wieder eigens angeschlossen werden. Die Idee ist, diese Sachen zu flippen, damit wir immer 2 auf einen Schlag haben, in eine gemeinsame Leitung schicken können und so Zeugs. Also zum Beispiel wie hier, dass die 2 sind, da die Anleitung hin und dann können wir es vergrößern. Und dieser Zusatztank sitzt mir halt natürlich ein bisschen im Nacken gerade.
Ich werde auch die eine Wasserleitung hier ein bisschen verlegen. Also hier lang gehen. Das werden wir auch gleich mal machen. Was ich gerne hier lang eigentlich würde. Warum habe ich hier nochmal so ein... I don't know. Aber wir können die Leitung hier lang legen. Dann kann ich die da drüben abreißen und kriege langsam ein bisschen mehr Fläche für Wasser. Und das wäre für mich noch wichtig, weil ich würde noch gerne zwei Anlagen mindestens hin platzieren. Um ein wirklich konstruktives System zu machen. Und euch vielleicht nochmal neu setzen. Das passt mir nicht ganz, wie ich das gesetzt habe. Ich hätte die gerne hier mittig, damit es einfach konstruktiv gut auch ausschaut am Ende. So, du bist die Leitung, die abhaut, ne? Yes, gut. Dann einmal bitte von hier. Bis nach da vorne abreißen. Und der anderen hier eine Prio geben wieder. Perfekt. Ah, genau. Der Zusatztank. Dadurch, dass das nur ein Zugpumptank ist, wird verkleinert. Und wird hier angeschlossen mit dem Stufe 3 Ding. Voll sind, wollte ich gerade sagen. Oh doch, wir sind wieder voll. Schön. Bedeutet, wir haben das Wasserproblem schon mal da hinten gelöst. Jetzt bedeutet natürlich, dass der Rest noch passieren muss. Aber ich habe noch nicht gesagt, dass du nicht voll werden musst, sondern nur der muss voll werden. Bedeutet auch, dass der Tank sich jetzt hier mittlerweile füllt. Alles eine positive Aussage mittlerweile. Auch wenn wir natürlich jetzt gerade von einem zugeführten Wassertank reden. Wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich, und das sollte uns schon mal helfen. So, warte mal, wo wollte ich gerade hin? Ich wollte, ach genau, ich habe hier unten noch den Wassertank gebaut, weil ich nicht will, dass wir die ganze Zeit die Wasser verschwenden. Ich müsste eigentlich ein, zwei Tanks bauen, die irgendwie das sinkt, oder irgendwie halt eine Förderbahn, eine Leitung, einfach die dauernd das Wasser abpumpt. So, jetzt wird nicht das mal aufgefüllt und dann sollten die nicht hier anfangen, wieder das Wasser reinzupumpen. Und wir sollten nicht das Ganze verkippen anfangen, hoffentlich. Prio ist immer noch auf die zwei gesetzt. Gut. Gesamte... Oh, warum? Grippe schwer. Ich habe doch genug Medikamente, oder? Leute. Warte auf Produkte. Wir haben doch hinten bestimmt ein Lager voller Medikamente. Oder hatten ein Lager voller Medikamente? Was ist denn hier los? Hier fehlt irgendeine Ressource. So, warum fehlt mir hier jetzt, weil kein Rohbenzin geliefert wird, oder was? Wo ist denn dieser Rohbenzintank schon wieder hin? Leute, der kriegt mir bitte eine hohe Prio. Wir müssten uns irgendwie jetzt bitte Medikamente besorgen. Handelsplatz. Oh, I hate this trade. Wie schaut unser Eisenvorrat aus? Gut. Gut, das kann noch kein Wasser mehr extrahieren. Genau, du führst das Wasser hier hinten zu. Da muss ich nochmal kurz die Rohrleitung überarbeiten, weil das eine Zweier ist. Anfang und Ende können nicht zusammengeschlossen werden. Gut, okay, kein Problem. Für mich absolut kein Stress. Ich brauche bloß die Fläche. Dann kann ich dich nicht bauen. Und dann Zwischenstück reinstecken. Perfekt, gut.
Hier war, da war eine Leitung vorhin durch, genau. So, wie viel muss ich euch rüberstecken? Um genau 1. Das ist jetzt nur wichtig für mich zum Kopieren. Weil dann kann ich das jetzt bauen, anschließen und dann habe ich das eine nachher übrig sozusagen, ne? So, ich kopiere euch. Nein, ich will nur 2 kopieren, bitte. Aber wir kopieren gleich den Start mit, so. Perfekt. Der Hubbel könnte mal bitte kurz rausgenommen werden, das wäre sehr nett. Auffüllen, Leute, auffüllen, wäre sehr nett. Wie schaut hier der Tank gerade aus? Ja, ein bisschen was ist da, ein bisschen was. Der Tank schaut auch gut aus, das finde ich schön. Dann machen wir es nicht wie folgt. Schauen wir mal, Rohr. Ne, die muss genau hier angeschlossen werden. Dann passt es mir perfekt. Aber das, was ich jetzt mache, ist eine ganz andere Strategie. Ich schließe das hier an. Und sozusagen die Röhren hier. Ich will das einfach so ordentlich wie möglich. Ich wechsle immer gerade aus Versehen die falschen Dinge ein. Weil somit ist ein bisschen ordentlicher auch ausschaut und funktioniert. Und somit können wir hoffentlich diesem Chaos, was da entstanden ist, auch ein bisschen entfliehen. Gut, und dann ist nicht auch der Sinn zu sagen, okay, hier vorne machen wir das. Nein, ich hätte das doch gerne relativ eng. Und dann so. Oben drüber läuft die Sohleleitung. Okay, das ist natürlich ein Blut, da muss ich die vielleicht eins nach vorne noch verlegen und die dazwischen raus. Oder auch nicht. Das wird es dann einfach nicht funktioniert. Hä? Aber sollte ich nicht rein theoretisch ein kleines Säule-Ding wir werden sehen. Ansonsten muss ich halt eine Kurve reinbauen. Geht auch. Da sind wir einfach sozusagen, dass ich dann hier zum Beispiel in dem Fall das noch da vorne connecten kann. Das ist jetzt wieder falsch. Und sozusagen das als Modul wieder stecken kann. Einfach wie ein Steckmodul. Und es wäre wieder fertig. Der ganze Sinn dahinter. Früher ging das natürlich nicht so einfach, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, das zu stecken. Und jetzt stecke ich nur schnell dich an, aus dem Grund, dass die Sachen das wegkriegen können. Und dich stecke ich hier draußen an, damit ich das Modul umbauen kann. Und schon sollte das Ding eigentlich ready sein, hätte es Kohle. Ah, da kommt die nächste Kohle-Lieferung, super. Das, was wir machen, nicht bummvoll. Da ist jetzt nicht das nächste Problem, die Kohle. Ich muss Kohle liefern und das braucht auch wieder. Vorteil ist, wir haben gerade noch Wasser auf Lager, aber es geht halt auch wieder leer. Bringt ja nichts, wenn. Ja. Aber ich glaube, mit so einem Modul ist es ganz praktisch, weil es einfach schön verflochten ist quasi.
und wir somit damit arbeiten können. Und deswegen schließen wir jetzt auch nochmal kurz alles hier ab. Euch beide muss ich nicht auch nochmal abreißen und dann euch beide auch. Entspricht nicht eurem neuen Standard. Ah, das muss einfach sein. So, warte mal. Jetzt kann ich doch hoffentlich einfach sagen, kopieren. Super, das Einzige, was ich jetzt noch anschließen muss, die Leitung da unten kurz öffnen. Super, und dann kann ich die auch wieder setzen. Und dann ist das Ganze auch schon ready. Dich rotieren wir in dem Fall, dich auch. Okay, das kann weg, das ist Müll. Aber ich kann jetzt genau das machen, was ich wollte. Und zwar die Rohrleitung 3 straight hier anstecken. Genauso sollte das Ding funktionieren. Wenn wir Stück für Stück jedes Teil umbauen, erneuern und anpassen, sehe ich kein Problem. Weil ich kann auch eine zweite Dampfleitung halt durchziehen und habe dann noch eine höhere Kapazität für das Ganze. Es ist halt wieder ein bisschen... Man merkt halt, von einem Chaos wird es zu einer Strategie. Langsam checke ich das Spiel, bloß die Kohle fehlt mir noch. Und das wird aber dann auch mit der Zeit hoffentlich. Bin ich gerade auch eher beim Überlegen, ob ich das Stück hier rüber kopiere, obwohl ich nicht glaube, dass das funktioniert von der Fläche her. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist kurz mal die Rohrleitung hier anschließen, damit ich diesen komischen Knopf hier wegkriege. Wenn wir nicht den ganzen Knopf hier aufkriegen, das wäre super. Das wäre schön zu sehen. Wenn ich diesen ganzen Knopf an Chaos, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war. Weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss das irgendwie untereinander aufteilen und verteilen oder was. Ah ja. Gut, jetzt probieren wir trotzdem nochmal, ob wir das gleich kopieren können. Ah, schau mal, ich sehe noch ein Problem. Deswegen läuft die Anlage noch nicht. Die kann gar nicht alles abschicken. Ich darf das eine da nicht platzieren. Aber dafür kann ich vielleicht eine Lösung finden. Das sollte ja kein hoffentliches Problem werden. Was ist da das grundsätzliche Problem? Warte mal, Wasser. Grundwasserpumpe. Gelände zu niedrig. Kollision mit Rohrleitung. Wasser befinden, okay. Also würde ich hier sagen, machen wir fürs Erste nur eine Seite. Wir bauen es aber trotzdem so, als ob es dann hier weitergehen würde. Weil wer weiß, was in Zukunft mal passiert. Vielleicht baue ich es ja trotzdem noch hin.
Deswegen, wir machen alles komplett gleich. Vom Abbau her und vom Umbau. Außer natürlich das Stück, das braucht. Das braucht keiner. Dann ziehen wir das Ganze rauf. Haben wir gleich noch eine Anlage stehen. Ah, genauso sollte eigentlich funktionieren. Wenn der Tank da vorne voller werden würde, wäre es natürlich super. Ich glaube es nicht, da wird er leerer. Wohl, er kämpft mit sich, glaube ich, ein bisschen. Er kämpft mit sich. Mit dem neuen, effektiveren System ist das natürlich auch nochmal alles eine ganz andere Geschichte am Ende. Steht hier zwischen noch das Wasser schon wieder? Das Gute ist, ja, hier steht zwischen noch das Wasser, das ist schön zu sehen. Und die Leitungen kriegen aber auch schon ihre Flüssigkeit. Also wir sind dabei. Ja, 300 wieder. Also es geht. Wir sind in so einer Waage gerade. Die uns viel ermöglicht. Wir machen nur kurz noch Eisen schauen, wie uns grundsätzlich das ganze System gerade ausschaut. Wir sind gut dabei und ich würde sagen, wir lassen es dabei hier auch. Beim nächsten Mal werden wir noch weiter hier in der Wasseranlage umbauen. Alter, schaut euch dieses... Schaut euch einfach von hier oben das an. Das ist wirklich reines Chaos beseitigen. Wasserleitungschaos. Schaut euch das eine an und das andere. Es ist viel strukturierter, viel schöner. Ich könnte wahrscheinlich auch sogar viel weiter runterrutschen mit der ganzen Anlage jetzt. Mei. Das ist das kleinste Problem in der Tiefe hier jetzt. Könnte ich vielleicht vorne ein bisschen mehr Tofu machen. So habe ich wenigstens ein bisschen Fläche noch übrig. Vielleicht werde ich auch das ganze Saline-Zeug auf die andere Seite kippen und dann halt schauen, dass ich eher das noch da drüben noch weitersetze, weil das ist ja eh eigentlich, das hier kann ich separieren. Das kann ich woanders auch notfalls machen, das ist kein Problem. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.